Und los geht die wilde Luzi. Steigen wir ein, kommen Sie ran, hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan. So, ich muss 3 Spannriemen. Was musst du sammeln? Gar nichts. Gar nichts? Warst du da schon? Nee, ich habe die Mission einfach nicht. Aha, okay. In das Dorf hier nebenan, da muss ich die ganzen sammeln, aber das hat Zeit. Ja, okay. Also ich nehme mal an, dass es irgendwo wieder hier in den Gebäuden drin ist. Oh, ja, hätte ich das ja blocken können. Hier zum Beispiel nicht. Doppelhandel, ja. Aha, sehr gut. Gucken wir mal. Ein Sprungstichstecher. Drescher, Entschuldigung. Was? Oh. Den steckte gerade ein Speer im Kopf. Ja, oder daneben. Ja. So, hier in dem Häuschen, ne. Ich lauf mal einfach ein bisschen. Du wirst verfolgt? Nee, das wird dich verfolgt. Alles klar. Mal was snacken. Und dann gehe ich mal hier ins Häuschen. Hier muss ja wohl was drin sein. Siehst du wohl. Ein Spannriemen habe ich schon. Hier oben ist wieder so ein Kotzer. Oh, und er hat auch was fallen lassen. Das war auch schön. Wasserdurchtränkte Handschuhe. Klitsch. Hexenjägerhut. Uhu. Und ein Speer. Und ein Spannriemen. So, ich brauche noch einen Spannriemen. Komm mal zu dir raus. Irgendwo muss hier noch ein Spannriemen sein. Irgendwo muss hier noch irgendwas, irgendein Vorratslager sein. Hier vorne bestimmt. Mal gucken. Der ist ja fies, der Speer, ne? Ich nehme mal an, dass ich hier den dritten Spannriemen finde. Jo, hat er. Also theoretisch sind wir hier fertig. Der rachsüchtige See. Ich müsste also jetzt quasi in die Stadt. Muss ich sowieso, weil ich echt voll bin. Ich habe 235 von 250. Ja, ich war ja in einem anderen Dorf, da habe ich so ein bisschen was weggearbeitet. Jo. Wollen wir schnell reisen? Ich kann es versuchen. Rückruf im Gasthof, ja. Schauing. Dann kann ich mal ganz viel abgeben hier. So, mit dem muss ich reden. Du hast dich zu einem richtigen Dauergast gemausert, was? Perfekt, natürlich. Achso, da kriege ich wieder was Neues. Okay, ups, egal. So, mit wem muss ich alles reden? Einmal mit diesem Jihon. Einmal an das Stadtbrett. Wahrscheinlich. Mal gucken. Im Gasthof mache ich. Okay. Mit ihr muss ich auch reden. Das ist eine echte Erleichterung. Dankeschön.
Noch mehr Verderbnis? Klar, nehmen wir an. Danke. So, jetzt noch mit Kim Hi-ho. Das ist der, der bei der Tupperdose, ne? Die Mission abgeben, die gar nicht angezeigt wurden. Das war ja eigentlich. Am Bord, ne? Mhm. Oh, ein abenteurer Kriegshammer. Huhu. Baurezept. Nehme ich auch an, natürlich. Knorpelfäule. So, jetzt soll ich nochmal mit irgendeinem Typen reden. Warte mal, wo ist der denn? Ist der hier in der Stadt oder ist der woanders? Da ist noch einer. Okay. Jetzt wollte ich erst noch Sachen wegtuppern, ne? So. Ja, ist auf dem Schiff, ne? Rohrkolben wegtuppern, das wegtuppern, das wegtuppern. Vor allem Steine wegtuppern. Holz habe ich immer noch irgendwie eine. Oh, ist egal. So, ich zerlege mal die ganzen Fische. Ich habe keinen blauen. Ich habe zwar einen mittelgroßen Stör, aber. Ja, gut, den großen Stör, den tupper ich mal weg. Na, so nicht. So, den Rest zerlege ich. Den großen Lachs verkaufen. Biete ich gleich 5 an. Das macht irgendwie Sinn, gleich 5 anzubieten. Den kauft garantiert einer dann. Weil er dann ja schnell die. Gold oder so. Genau. Sag mal, was ich im Inventar habe hier in der Tupperdose, ne? Das kann ich doch auch dann trotzdem noch verarbeiten. Sehe ich das richtig? Ja. Habe ich das genau. Okay. Verstauen. Was ist denn das hier? Eine Melone. Melone. Fischtron. Gut. Jetzt muss ich mal gucken, was ich hier noch gebrauchen kann. Ich habe hier noch irgendwo eine. Die kann ich zum Beispiel nicht brauchen. Ungelöstes Rätsel. Oha. Das nehme ich mal zuerst an. Man verliert hier schon so ein bisschen die Übersicht auf der vielen Sammel- und Blablabla-Mission. Ja, auf jeden Fall. Ich war jetzt ja schon in 3 Städten und habe überall alles angenommen. Ach so, das habe ich natürlich nicht. Ich war ja noch nicht in 3 Städten. Deswegen kann ich da nicht mitreden. Ja, und du kannst es dir vorstellen. Ja, bestimmt. So, ungelöstes Rätsel angenommen. Oha. Dann gucken wir mal rein. Was kann die da? Den Für irgendjemand brauche ich Eisenbahn. Für wen? Ich weiß es nicht. Alles hier. Die brauche ich ja im Moment noch nicht. Die auch noch nicht. So, was habe ich denn hier noch nicht aus Eisen? Das ist aus Eisen, das ist aus Eisen. Bergbauspitze auch, die Sichel ist noch nicht aus Eisen. Die Sichel ist noch nicht aus Eisen. Okay, dann gucken wir mal. Gut. Eine andere Action. Den kann ich dir auch zerlegen. Ich muss meine Angel reparieren. Was kostet denn das? 5 Reparaturteile. Ja, gut. Keine Ahnung, wo ich die habe, aber davon scheine ich wohl welche gehabt zu haben.
So, was habe ich noch? Einer kleines, mittelgroß. So, 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 mit O. Mittelgroß, mittelgroß. Wo sind denn die ganzen kleinen? Habe ich die schon zerlegt? So, hier ist noch einer, mit dem ich reden kann, mit Gladys. Der hat auch schon wieder was für uns. Oder für mich. Und dann muss ich gleich mal gucken, ob ich noch was kochen kann. Ach, kleiner Lachs. Wow, nehmen wir an. So, ich musste die hier herstellen. Davon muss ich noch drei herstellen. Ich weiß nicht, wie viele ich insgesamt herstellen muss. Das waren ein paar mehr. Ach, guck an. So geht das also auch. Okay, muss ich kurz mal gucken. Irgendwas sollte ich da ja herstellen. Tagebuch. Unter Gastwirten. Ja, das mache ich gleich. Der alte Mann der Verderbnis. Helfen wir auch mal an. Ich habe hier Federn für dich, aber meine Federn sind auch irgendwie Questgegenstand. Wir müssen mal gucken. Das muss ich also gleich. Fischer benötigt mit 30 mal Fischfilet. Ja, genau, das habe ich auch gerade. Ich habe jetzt, was weiß ich, 100 Fischfilet mal kurz produziert. Ja. Mal gucken, wie viel sie eigentlich haben wollen. Kohlenhydratration soll ich noch herstellen. Energiesparender Reiseproviant, davon soll ich 15 herstellen. Wow, ich habe erst 6. Ja, die sind auch nicht so leicht herzustellen. Nee. Für uns noch nicht. Weil wir zu wenig gesammelt haben. Ja. Ich weiß auch immer noch nicht, wie ich die Marodierbewaffnung herstelle. 70 mal Fischfilet sollte ich zum Beispiel machen. 70 Mal. Ist normaler Fall, 20 Mal. Also auch da gehen wir zum Handelsposten. Ist echt viel, ne? Und Mana-Tränke können auch nichts kosten. Weiß ich nicht. Also. Verbrauchsgegenstände, Tränke. Mana-Tinktur, schwacher Mana-Tank. Einer für vier, seid ihr blöd? Nee, alles klar. So. Ich verstehe immer noch nicht, wie ich Waffenschmiedekunst, wie ich das hinkriege. Mit der Marodierbewaffnung. Aber gut, im Zweifel mache ich den erstmal noch weg. Also ich habe schon wieder ganz viele gelbe Missionen. Relativ viele. Ich habe hier ungelöstes Rätsel gehabt. Direkt. Ja, mittendrin. Ungelöstes Rätsel, ja. Erstes Licht, Stufe 15. Suche in Klarwasserbiegung nach Hinweisen auf das Schicksal. Suche in Campbells Rastplatz nach Hinweisen auf das Schicksal. Da waren wir doch gerade erst. Naja, gut. Ja, das ist halt das Spiel, ne? Ja. Genau. Das ist es halt. Guck mal, ich habe auch Erschlage Grizzlybär. Ja, habe ich auch noch. Habe ich auch. Ich habe auch keine Ahnung. Ich soll noch mal anheften. Mal gucken, was passiert. Ich soll auch mit irgendeinem Typen reden. Schaffe schwacher Mana-Trank, das habe ich mal gelassen. Ich soll mit einem Typen reden hier. Wie heißt der? Moment. Weber benötigt ist auch okay. Ja, Kohlenhydratfraktion. Von den Federn. Wie kommt er denn drauf, dass ich Federn brauche? Brauchst du wahrscheinlich immer. Klarwasserbiegung muss ich sowieso auch nochmal hin. Da sind irgendwie Nieten, die ich noch suchen muss. Also passt das. Hier unter Gastwirten. Sprich mit Demetrius Beiten in Königsfels. Das heißt, ich muss auch immer nach Königsfels reisen. Ich guck mal so eine Hühnchenration. Müssen da Federn mit rein? Nee. Nee. Glaub nicht. Oder zeigt er mir hier jetzt nur die Mission an, die. Nee, er zeigt mir die anderen ja auch. Du, ich hab keine Ahnung. Ich muss gleich mal bei mir einmal gucken hier. Zack, Gebietsfunktion, Ruf habe ich schon wieder einen frei. Hühnchen, Honig, Bratöl. Ich brauche noch zwei Bratöl. Wo kriege ich die denn? So, beim Charakter. Wieso habe ich denn auf einmal 34 Geschick? Wo kommt denn 34 Geschick her, bitte? Habe ich irgendwas, was mir so viel Geschick gibt?
Ich habe 34 Geschick und 26 Intelligenz und ich habe aber dafür nur noch 16 Stärke. Ich hatte mal deutlich mehr Stärke. Und 29 Konstitutionen. Verändert sich das? Weiß ich nicht. Ey, auch nicht. Ist ja merkwürdig. Ist schon mal merkwürdig. Aber gut. Ah, ich kann Bratöl herstellen. Bratöl. Und jetzt kann ich eine glasierte Hühnchenportion machen. Was ist das? Glasiertes Hühnchen. Nein. Ja, wie soll die das denn aussehen? Gut. Hier kann man sogar Stecker so reinstecken. Wusstest du das schon? Hast du so einen Stecker? Ich hab nicht mal sieben Kammer. Kann man mit den Steckern die Kamera aufladen? Oh, hier sitzt einer. Kannst bestimmt die Bilder hochfahren. Gut. Was ist unser nächstes Ziel? Erzähl. So, was hast du gemacht? Ich habe hübliche junge Burschen erzählt. Bitte? Also, du hast Grizzlybären. Ja, dann komm, dann lass uns doch mal hingehen. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Zeigt es hier nicht an. Ach so. Ja, ich wäre dann irgendwie jetzt einfach wieder nach Norden. Ich muss einmal wieder in Hügelspitzenlager. Da ist irgendwas mit knörpeliger Fäule. Ich muss einmal wieder ins... Ach nee, das ist was anderes. Erkunde folgenden Ort, töte die Anführer der Piraten. Nyharts Anker, das ist aber Stufe 17. Dann muss ich nochmal ins Klarwasser, also ins Campels und eben auch in das Klarwasserbiegung Teil. Und Klarwasserbiegung habe ich auch gleichzeitig nochmal, dass ich da Nieten suchen muss. Das heißt, ich würde einfach nach Norden wieder gehen, wenn du dabei wärst. Ja, ja. Lass mich mal kurz gucken, was ich im Norden habe. Und ganz im Norden habe ich dann der alte Mann, der Verderbnis brüllte. Das ist dann hier in dem gelben, wo ich auch nochmal, ja, in dem gelben Bereich. So, was sagst du? Spitzenlager, da wo wir eben waren. Genau. Und ein bisschen südlich davon habe ich noch eine Bedrohung für irgendetwas. Eine Bedrohung zurzeit, ja. Das ist Stufe 17 bei mir allerdings. Aber gut. Okay, ich hefte alle drei Ziele an. Boah, ich habe sogar 6 jetzt gerade angeheftet. Ja, ich hätte hier links noch was, aber... Ich habe ein Stück freigeschaltet. Erreiche Kriegshammermeisterschaft Stufe 10. Muss nur die Oberfläche angepasst haben. Okay. Ist der Kriegshammer besser als das Schwert? Weiß ich noch nicht. Das mache ich ja alles mal ein bisschen. Bis Level 20 kannst du auch deine Stat noch umschalten. Ich nehme jetzt mal den Hammer mit, mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie der funktioniert. Und hau damit jetzt mal irgendwo drauf. Gasthof verfügbar. Rückruf ist nur einmal alle 60 Minuten verfügbar. Ja, weiß ich doch. Alles gut. So, wo müssen wir jetzt lang? Rechts rum. Ja, im Endeffekt hier wie immer rechts rum. Ich suche mir mal ein Schwein zum draufhauen. So, Schweini, komm her. Die ballistische Kurve, das hat... Schweini, 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 komm doch.
Aber wenn ich das richtig gesehen habe, bin ich kurz vom Level. Ich sollte tatsächlich mal ein, zwei Kilo füllen. Boah, der Kriegshammer ist nicht so übel jetzt, ne? Den kann man benutzen. Ja, man kann ja alle Waffen. Jo, kann man machen. So, da wieder hoch, ne? So richtig, oder? Ne, da nicht hoch. Muss hier rechts rum. Wieder auf den komischen Weg. So, ich warte mal hier auf dich, ne? So ein bisschen. Okay, okay.